Hallo liebe Freikunity, bevor ich mich jetzt hier umdrehe, gebe ich euch mal schnell die Möglichkeit, euch festzuhalten oder anzuschnallen, wo auch ihr gerade sitzt. Denn das wird heute so episch, euch wird's vom Sessel definitiv runterreißen. Das hier ist die Castle Collection, die neueste von MC Noodler. Und wenn ihr von MC Noodler noch nichts gehört habt, checkt unbedingt die Links in der Beschreibung aus. Das ist so ein Künstler in Minecraft, er kann so gute Sachen bauen und ich werde euch das... Ja, ich werde das heute mit diesem Video nochmal unterstreichen. Ich bin ultimativer Fan von MC Noodler. Wir arbeiten auch zusammen. Also ihr habt mir diese Welt zum Beispiel jetzt schon im Voraus geschickt, damit ich ein Review machen kann. Diese Erde haben nicht viele. Lock.zip hat zum Beispiel die Erde noch. Sehr großer YouTuber. Aber sonst nicht viele. Und ja, es ist mir eine große Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich danke ihm sehr und ich habe auch von jedem, um meinen Respekt zu zeigen, genau, habe ich auch von jedem Haus quasi mit der Replay-Mods eine einzelne Cinematic-Aufnahme gemacht, die ich euch gleich zeigen werde, nachdem ich hier mal so kurz grob drüber geflogen bin. Hier ist sogar ein bayerisches Schloss mit dabei. Oh Mann, ich bin so dankbar. Und ich weiß nicht, ob er es extra wegen mir gemacht hat oder ob er wegen mir auf die Idee kam, aber es ist einfach so cool. Jedes dieser Schlösser ist auf einen Platz von 3x3 Chunks gebaut. Und ja, es ist unglaublich. Es gibt niemanden, der so gut bauen kann wie MC Noodler und das ist jetzt nicht schleimig gemeint, das ist einfach die Wahrheit. Also, dann schauen wir nochmal rein. Jedes Schloss hat übrigens auch einen eigenen Namen bekommen. Schaut gerne mal unbedingt in das Album, was MC Noodler extra gemacht hat. Er hat sich so viel Arbeit gemacht. Da hat er jedem Schloss quasi einen eigenen Namen gegeben. Also selbst das hat er gemacht, das ist unglaublich. Hier seht ihr zum Beispiel das erste Schloss, Holzschloss und ja, unglaublich. Es ist jedes Schloss unglaublich, also es ist sinnlos, einfach bei jedem Schloss unglaublich zu sagen. Deswegen versuche ich einfach so ein paar Worte rauszuhauen, die mir gerade einfallen. Hier diese lilanen Gläser, weiß ich nicht, erinnern mich so ein bisschen an Hexenhäuser oder sowas. Da gibt es auch irgendwie lilane Gläser, glaube ich. Irgendwie bringe ich das damit gerade in Verbindung. Aber nicht nur, weil ich den Replay-Mod oder die Replay-Mod eigentlich ziemlich gut finde. Nur wenn... Der einzige Nachteil ist eben, wenn Minecraft mal zwischendrin beim Rendern abschmiert, ist halt nichts gespeichert. Und ich weiß nicht, wie man diese Replays, wenn man die gerade bearbeitet, wie man die speichern kann. Wenn ich das mal wüsste, wäre das vielleicht besser. Aber wenn Minecraft abschmiert, dann ist alles, was man davor bearbeitet hat, oder alle Rundflüge oder diese ja, bearbeiteten Szenen sind dann weg und die muss man nochmal neu... also die Punkte, die man gesetzt hat, sind alle quasi gelöscht. Genau. Aber nicht nur, weil ich die Replay-Mod gut finde, sondern auch, weil MC Noodler die Replay-Mod ziemlich gut findet, hoffe ich, dass er mit diesem Video auch einen großen Spaß haben wird. Und wenn ihr mich durch meinen alten Kanal MiningTube kennt, hier, die gerade zuschaut, dann wisst ihr, dass ich schon mehrere Videos von MC Noodlers Welten gemacht habe. Und ja, auf jeden Fall... habe ich das sonst immer so gemacht, dass ich die Welt halt geöffnet habe und dann halt einfach durchgeflogen bin, so ohne eine Mod und so. Aber jetzt hier mit diesen Replay-Mods, glaube ich, ist es einfach viel, viel schöner, weil es auch einfach ein Augenschmaus ist, kann man sagen. Ja, also ich versuche mal ein bisschen was über die Dinger zu sagen. Also das ist ja so ein, ja, Art chinesisches Schlösschen. Diesen Drachen, ja, erkennt man sofort. Also... so eine Art, oder so eine Liebe zum Detail steckt hier drin. Mann, ich schaue das hier gerade in Sony Vegas an und kommentiere das nach und es laggt so ultra in Sony Vegas. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach zu episch für selbst mein Renderprogramm. Und ja. Springen wir runter. Ja, okay. Okay. Hier haben wir nochmal Drachen. Es ist auch sowas eher Asiatisches oder sagt man Chinesisches. Ja, ich weiß nicht, ob das die Asiaten oder Chinesen haben. Auf jeden Fall ist es auch super schön mit diesen... An der Seite links oder rechts ist ein größeres, links ein kleineres Hütchen. Oh, hier haben wir das Eiskastel, das Eisschloss. Das hat mich auch sehr beeindruckt, als ich da den ersten Screenshot gesehen habe auf Twitter. Hat super geil ausgeschaut und... Ich hatte ihm auch ja einen Vorschlag geben sollen. Für ein Schloss. Aber ich habe da keine Ahnung. Also ich bin da so unkreativ, was sowas angeht. Aber glaube ich, hier ist nochmal so ein bisschen... Wie sagt man? Ist es asiatisch?
Sieht auch fast ein bisschen asiatisch aus. Okay, hier haben wir nochmal einen Sand? Sand oder... Puh. Irgend so ein Sand-Tempel? Obwohl sie ja ein Schloss ist eigentlich, aber... Puh, irgendwie Sandtempel oder Sandschloss. Okay, hier haben wir eine Ruine, eine Steinruine. Okay. Ja, das ist... Das ist auch ganz interessant. Diesen Schlitz mit diesen Fenstern. Ja. Ich weiß, es ist nicht besonders interessant, was ich hier gerade laber, aber... Wenigstens irgendwas. Oder vielleicht sollte ich auch einfach eine Musik einfügen. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist auch super. Ja, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach so, ja, baff von diesen Kreationen. Das sieht auch cool aus, wie so ein Leuchtturm, also wie so im Wasser halt. Was heißt Leuchtturm, bin ich dumm? Könnte vielleicht in Amsterdam stehen oder so, wo halt das ganze Wasser um die Häuser ist. Ich glaube, das ist Amsterdam. Und hier ist das Bayerische Schloss. Schloss Neu... Ah, okay, das Schloss heißt bloß Schweinstein. Cooler Name auf jeden Fall. Ja, das war's dann erstmal mit diesen Cinematics. Ich fliege jetzt hier noch so ein bisschen durch. Das ist jetzt kein Cinematic mehr. Also ich bin ja schon noch im... Bin jetzt schon wieder im Creative-Modus. Aber ich schaue mir jetzt einfach so ein bisschen, also um halt einen kleinen Eindruck von innen auch zu bekommen, schauen wir uns so ein bisschen auch die Castles von innen an. Und ja, auf jeden Fall gibt es natürlich auch einen Download-Link von dieser Welt, den ihr unbedingt ausschicken müsst auch. Ihr müsst ihm einfach, ja, eure Liebe geben. Und selbst, dass hier innen alles eingerichtet ist, ich glaube, das hat er bei vorherigen Häusern oder was, wo er gedroppt hat, Chunk-Sized Häuser oder so, wo er gemacht hat, da hat er ja nicht solche Einrichtungen, da hat er alles leer gehabt, glaube ich. Aber, oder war das so? Ich will jetzt hier nichts Falsches in den Raum stellen, aber auf jeden Fall war das hier bei weitem nicht so gut eingerichtet wie jetzt. Also er steigert sich immer mehr und ich liebe es einfach. Schaut euch zum Beispiel mal dieses Schloss hier an, das gute Schweinstein. Hier, allein das Tor sieht schon mega aus. Ich habe noch nie sowas gebaut, aber es ist ja klar. Warum sollte man sowas bauen, wenn man es nicht kann? Also es ist unglaublich. MC Noodler hat einfach ein Talent für sowas. Er macht auch viele andere Sachen neben Minecraft. Er kann es einfach. Ich weiß nicht, was er arbeitet, aber es ist einfach genial, was er macht. Das, was er macht, das kann er auf jeden Fall mega gut. Hier haben wir Kronleuchte und es sieht einfach ultimativ aus wie ein Schloss. Hier allein, weil es schon so hoch ist. Hier, das ein bisschen. Ich möchte hier eigentlich am besten... Och, MC Noodler, bist... Oh Gott, MC Noodler. Ist das wirklich dein Ernst? Ach, danke schön. Ist mir echt eine Ehre. Hier sitzt wirklich mein Kopf. Ach du Kacke. Das ist wirklich mir gewidmet, dieses Haus, wie es aussieht. Dieses Schloss, sorry. Ach, danke, danke, danke. Es ist so nett. Es ist so nett. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Ach, MC Noodler, das wäre noch nicht nötig gewesen. Mann, das ist so nett, das ist so nett. Hier seht ihr das. Der Beweis, dass wir uns da wirklich abgesprochen haben und dass ich mit ihm zusammenarbeite. Dankeschön, Dankeschön. Thank you very much. Thank you very much, MC Noodler. Such an honor for me. Ich glaube, du verstehst mich auch in Deutsch eigentlich. Aber nur ein bisschen meine Englisch-Skills raushauen. Hier noch ein bisschen das Haus hier. Okay, hier ist leer. Aber hier ist dafür was drin. Okay, es sind manche echt leer. Zum Beispiel so waren ungefähr manche Hütten im Chunk-Sized, in der Chunk-Sized-Welt. Aber viele Dinge sind jetzt auch schon eingerichtet. Also ja, ich möchte noch eine kleine Story erzählen. Die letzten vier Häuser habe ich mit der Reaper-Mod aufgenommen und dann gerendert. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ich sag's immer nochmal. Auf jeden Fall ist dann die Replay-Mod abgeschmiert. Ich habe es, glaube ich, bloß allgemein gesagt. Und dann war alles gelöscht. Die ganzen Punkte, die ich gesetzt habe, alles weg. Ja. Oh Mann, das sieht heftig aus. Das ist echt gut. Mit dem Feuer hier und aufgepasst, dass das Holz nicht in Flammen geht. Noch Magma-Blöcke mit dazu. Also,
Der hat schon echt ein gutes Händchen für Detail, MC Noodler. Habe ich auch schon oft gesagt, glaube ich. Aber ja, um die restlichen Häuser noch von innen anzuschauen, es tut mir leid, um die restlichen Schlösser von innen noch anzuschauen, checkt einfach den Download aus, sonst wäre es sinnlos eigentlich jetzt hier alles zu zeigen, wenn ich mal nochmal drüber nachdenke jetzt. Ja, habt auch noch ein bisschen ein Erlebnis, wenn ihr die Welt downloadet. Und ja, also ich bedanke mich nochmal bei MC Noodler. Alle Links, wie gesagt, sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, ja, ich hoffe, wir arbeiten in Zukunft öfter noch miteinander, MC Noodler. Und ich freue mich auf weitere Welten von dir und weitere Kreationen. Macht's gut, Leute, haut rein. Und es würde mich freuen, wenn ihr das Video teilen könntet, ein Like da lassen und kommentieren. Haut rein. Ciao.